Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Wir sind jetzt bei die Schlacht der drei Welten. Bei Yuma vs. Barian Shark. Und das machen wir dann auch gleich. Shark! Die Macht von Don Thousand bleibt bestehen. Muss ich hier nur schnell meine Kekse aufmachen. Und bringen unsere Welten auf Kollisionskurs mit der Astralwelt. Wenn unsere drei Welten aufeinander prallen, wird die Astralwelt zerstört. Und aber da wir Don Thousand besiegt haben, sollte seine Macht verschwunden sein. Das ist sie nicht, denn ich habe die Energien von Don Thousand geerbt. Was? Du hast die Macht von Don Thousand geerbt? Du vergisst, dass ich Barianer bin. Die Barianwelt und die Astralwelt sind Erzfeinde, die sich im Krieg miteinander befinden. Wenn du also die Astralwelt retten willst, musst du mich besiegen. Aber Shark, ich will nicht gegen einen Freund kämpfen. Falsch. Wir sind keine Freunde. Nicht solange du auf Astral's Seite stehst. Es muss einen Weg geben, wie wir das lösen können. Bitte, es gibt keinen. Ausnahmsweise stimme ich Shark zu. Unsere Welten können nicht gleichzeitig existieren. Wir müssen kämpfen. Lass uns herausfinden, welche unserer Welten überleben wird. Und dann tötet Yuma am Ende einfach beide. Oh. Ich aktiviere den Effekt, wo mir Gagaga Magier so raus. Und dann mache ich jetzt die Exis. Himmelspegasus. Sein Gegner kontrolliert, zerstöre es. No, nee, 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 nee. Komm, ich gehe einfach auf Utopia. Utopia, der 2500er Beatstick. Ich hab schon mystische Raumtyphon. Und das war Exis Wiederbelebung. Ich habe zum Glück noch eine auf der Hand. Spiegelkraft hätte mir mehr weh getan. Oh. Ja gut. Spielzeugritter. Hm.
Oh, Blechgoldfisch, okay. Hätte ich gleich mit Utopie angegriffen, dann... Mann, ich habe dreimal denselben... Oh. Zauber auf der Hand. Das macht sehr spannend. Ich dachte echt, der hätte Spiegelkraft oder sowas gesetzt. Aber es war nur Ruf der Gejagten. Und Schocktopus. Na, das ist egal. Oh nein, zielgenaue Wache, oh mein Gott. Fucking Blechgoldfisch. Es bleibt spannend. Ja, oh, natürlich Spiegelkraft. Und das Monster deklariert, dass dein Gegner, du kannst dieses Abhängen, annulliere den Effekt des offenen Monsters und diese Karte ATK in Höhe der ATK des Monsters deines Gegners. Okay. Ja gut, dann gehe ich aber nochmal auf den Utopia. I guess. Und beende ich das halt so. Und wenn man bedenkt, ich hätte das Duell eigentlich schon vor gefühlten 6 Runden eigentlich beenden können. Aber egal. Shark, Shark. Schatz, meine lange Reise ist vorbei. Du hast deine gesamte Zukunft vor dir, Yuma. Ich wünschte, ich wäre da, um sie zu sehen. Danke, dass du mir beigebracht hast, den Fluss zu fühlen. Ihr wart großartige Duellanten und noch bessere Freunde. Shark, leb wohl. Mit dem tragischen Verlust von Shark nahm Esplö schließlich alle 100 Nummernkarten in Besitz. Yuma, wir haben endlich unser Ziel erreicht, alle 100 Nummernkarten zu sammeln. Ihre gemeinsame Energie erlauben es mir, den Nummerncode zuzugreifen, die Quelle aller Schöpfung im gesamten Universum. Dadurch habe ich die Macht, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit umzuschreiben. Ich werde sie nutzen, um meine letzte Mission zu erfüllen. Aber ich dachte, wir hätten unsere letzte Mission erfüllt. Moment, du meinst doch nicht meine Mission, die Vernichtung der Barianwelt. Ich dachte, du wärst mit dem Unsinn fertig. Nein, die Barianwelt ist der Feind der Astralwelt. Sie muss ausgelöscht werden. Hast du denn überhaupt nichts gelernt, Espril? Hast du überhaupt nichts gelernt? Du musst nicht mehr kämpfen. Eure beiden Welten können in Frieden leben. Frieden mag dein Ziel gewesen sein. Es ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nach wie vor die Zerstörung der Barianwelt. Träum weiter, denn ich lasse es nicht zu. Wie willst du mich aufhalten, Yuma? Wagst du es, mich in einem Duell herauszufordern? Darauf kannst du wetten. Dir muss die Torheit deines Unterfangs klar sein. Da ich alle Nummernkarten besitze, kannst du nicht gewinnen. Willst du dich immer noch duellieren? Mehr als je zuvor. Alles klar, also gut. Aber wenn ich gewinne, werde ich nicht nur die Barianwelt zerstören. Ich werde den Nummerncode benutzen, um deine Erinnerungen auszulöschen. Es wird sein, als hätten wir uns nie getroffen. Einverstanden? Einverstanden. Na schön. Wir werden uns heute Nacht auf dem Hof duellieren.
auf dem wir uns das erste Mal getroffen haben. Oh, so immer Xexel. Lass uns anfangen, bereit. Immer, es ist eine Zeit, es ist Zeit nach den Sternen zu greifen. So. Edelsteinritter Sardonyx, Sardonyx. Gefühlt, das ist das normale Deck. Und er hat nur Gaga-Gaga-Cowboy, oh mein Gott. Ein Rufversinn ist halt Artikel in Höhe seiner Grunddef. Wie viel hatten sie? Oh, der 2400. Oh. Galaxieaugen, was? Urphotondrache, oh mein Gott. Das kann ich nicht mehr, das könnte ich nicht mehr outen, holy shit. Damage Steps 1000 zusätzlich für das Monster, das kriegt das nur während des Damage Steps 500 ATK. Na, damn it. Das war gut angefangen. Und er haut die Combo raus. Ich weiß nicht, ob ich das so gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob ich das so gewinnen kann. Kartenauto D. Ich will nichts aus meiner Hand abwerfen. Ich hätte vorher was setzen sollen dann. Ja, ich geht auf Utopia natürlich.
Utopischer Drache. Okay. War schon mal gut. Oh, Riesenratte. Spiegelkraft, damit das alles weg ist. Ah, der Golem. Dann gehe ich jetzt wieder auf Gagaga Cowboy. Ich hoffe, ich kann den mit zwei von diesen Schilden ausrüsten. Ja, Mann. Die 6300, Alter. Ich kann seinen Effekt nicht aktivieren. Oh. Ja, da will ich die Kette aktivieren noch nicht. Auf Utopia. Utopia Wurzeln. Okay. Oh, wobei. Mach ich noch nicht. Ich muss mal gucken, was ich ziehe. Er kann auch keine Zauberkarten mehr aktivieren, das ist schlecht. Dammit. Stimmt ja.
Ich hätte teuflische Kette vielleicht vorher spielen sollen. Oh, ich sehe es Wiedergeburt. Ja, moin, erstmal utopischer Drache. Wobei, ich kann die Gaga-Cowboy nochmal beschwören. Aber in Verteidigung. Damit rette ich mich noch ein bisschen. Utopia-Strahl. Galaxieaugen. Urphotondrache. Wait. Du kannst einmal die Schadensbringung ACK in Höhe der kombinierten Ränge aller Xyz-Monster, die sich auf dem Spielfeld befinden, mal 200. Nur die durch den Karteneffekt eines Gegners zerstört. Oh mein Gott, der kriegt. Ich weiß nicht, wie viel kriegt der da? Der kriegt da 2000, 1600 und dann nochmal 800. Der kommt da halt locker drüber. Jetzt habe ich nochmal eine zielgenaue Wache. Jane! Jane! Shit. Was macht das? Onomato Poesiepaar. Du kannst nur... Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof, füge deiner Hand zwei Monster... ...dem Deck hinzu. Ja gut, das bringt mir jetzt aktuell nicht. Dein Friedhof Beschwörung, wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, zerstöre das ausgewählte Monster. Alexis Monster, die du kontrollierst, erhalten 300 ATK. Es bringt mir halt nichts mehr, wenn der jetzt wieder die ganze Zeit diese Powerhouses da draußen liegen hat. Ah. Ja gut, komm. Ich kann nur aufgeben. Das ist mein Problem. Auch wenn ich noch irgendwas spiele, dann spiele ich jetzt Cyberdrache. Dann rolle ich mit dem Cyberdrachen über seine Riesenratte drüber. Jetzt holt er Riesenratte raus, okay. Du kannst eine beliebige Angriff. Okay. Ja, es geht auf eine Kriegsbeschwörung.
auf Heidrache. Ins Exil mit dir. So, ich könnte Cyberdrache Sieger holen, aber das will ich jetzt nicht. Und den Link-Drachen. Na, come on. Noch blöderes Opening hätte man nicht bringen können. Und Utopia Strahl. Schattenzauber. Ha. Ich will jetzt nicht Ruf der Gejagten aktivieren. Aber ich kann in der Runde nicht mehr angreifen. Wobei doch, ich könnte mit ihm angreifen. Aber er kriegt... Oh, wobei. Ich glaube, das ist mir wert. Dann hole ich Cyberdrache 2 nochmal zurück. Weil er zählt ja nicht als Cyberdrache, solange ich seinen Effekt aktiviere. Und dann kann er gleich nochmal angreifen. Ist in dem Fall tatsächlich recht praktisch. Und da merkt man selbst zwei Ehren, ich glaube doch zwei Ehren oder Äras. Egal, selbst zwei Ehren später entscheidet Zane's Deck über die Zukunft. Gut gemacht, Yuma. Danke, Kumpel. Ich wusste, dass du niemals wolltest, die Barrierenwelt zu zerstören. Du wolltest mich nur daran erinnern, wie viel Spaß ein Duell macht. Jetzt an der Zeit, dass wir uns verabschieden. Ich muss zurück in die Astralwelt. Ich weiß. Keine Sorge. Ich werde nicht weinen. Ich habe dich immer gerne lachen gesehen. Danke, Estrel. Danke für alles. Wir werden für immer Freunde bleiben. Ebenso, Yuma. Freunde bis zum Ende der Zeit. Am nächsten Tag traf Yuma all seine Freunde der Schule. Alles war wieder normal. Außer natürlich, dass Estrel nicht da war. Estrel benutzte den Numerocode, um alle Barrieren-Herrscher als Menschen zurückzubringen. Ja, die Dinge sind wieder normal. Alles ist genau so... Wie es war, bis auf Estrel. Hey, warum leuchtet mein goldener Schlüssel? Yuma, was machst du hier? Wir haben eine Dimensionsanomalie in der Astralwelt entdeckt. Da draußen ist etwas, das die Heimat deines Freundes zerstören will. Estrel steckt in Schwierigkeiten? Ja, Estrel braucht dringend unsere Hilfe. Dann lass uns ihm helfen. Keine Angst, Estrel, du bist nicht allein. Denn wir fühlen den Fluss. Und alles fängt wieder von vorne an. Fühle den Fluss. Und somit gehen wir zu Arc 5. Über. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Da werde ich die Sachen aber nicht durch vorlesen, weil ich möchte Arc 5 als Anime noch sehen, ja.